Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7, Anfrage von Herrn Seidler von der AfD zum Thema Prostitution in Durlach. Gibt es Zusatzfragen, Herr Seidler? Nein, es gibt nur eine kleine Anmerkung, dass die Antwort der Stadtverwaltung mich jetzt nicht vollständig zufriedengestellt hat, weil wenn ich frage, wo Prostitution stattfindet und dann Auskunft über die Rechtslage bekomme, dann ist das natürlich nicht ganz das, was ich mir gewünscht habe. Und über die Zahl der Prostitution. Ich nehme an, dass das eine Frage ist. Ja. Okay. Okay. Weil Anfrage hat ja okay. nur den Sorry. Möglichkeit Alles klar. einer Zusatzfrage. Gut. Aber die Frage ist angekommen und wird weitergegeben. Ja, haben Sie sonst noch Fragen? Ich habe Sie unterbrochen. Nein. Okay, danke. Aber wenn das Gremium erlaubt, möchte ich an dieser Stelle aus gegebenem Anlass mich bei den vielen engagierten Bürgern und Bürgerinnen, Anwohnern und Anwohnern, politischen Vertretern und Vertreterinnen sowie Firmen und Gewerbetreibenden, die durch ihren Protest gegen gewerbliche Prostitution in Durlach auf die negativen Begleiterscheinungen von Prostitution in unserer Stadt, aber auch auf den sexuell und ökonomisch ausbeuterischen Praktiken dieses Gewerbes hingewiesen haben, für deren Engagement meinen Dank aussprechen. Ich denke, wer die Presse verfolgt hat, weiß, welchen gegebenen Anlass ich meine. Dankeschön.